Meine Lieben, hallo allerseits, herzlich willkommen bei Whisky Gold. Ja, ein paar Jährchen ist es her. Ein guter, alter, solider Standard der Edra Dauer, 10 Jahre, steht wieder auf der Kiste. Jederzeit verfügbar, im Grunde quasi der Klassiker von Edra Dauer mit 10 Jährchen. Kostet um die 45 Euro aktuell und ja, ein quasi Dauerbrenner, der immer zu haben ist. Ja, Edra Dauer war ja früher die kleinste Brennerei Schottlands, dem ist lange nicht mehr so. Die Brennerei wurde 1825 gegründet und ist im Besitz von Andrew Symington, der auch Signatory in seinem Besitz hat, also der unabhängige Abfüller Signatory. Und die haben natürlich auch den Edra Dauer und den getorften Balechen nicht zu vergessen. Ja, dieser Edra Dauer kommt mit 40 Volumenprozenten daher. Er hat 10 Jahre auf dem Buckeln. Er ist kühl gefiltert. Er ist ohne Farbstoff. So warm, doch steht hier auch Natural Color, doch ohne Farbstoff. Gut. Und ist auch ein Wetting aus Bourbon und Oloroso Sherry Fässern. Zum Verhältnis kann ich euch leider nicht sagen, ich konnte dazu nichts finden. Und der Ausstoß im Jahr, bin ich der Meinung, was ich gelesen habe, 500.000 Liter im Jahr. Zählt also zu den kleineren Brennereien, aber tatsächlich nicht mehr die kleinste. Ja, kann ich nur Grüße loswerden. Schnuffi, Grüße an dich, der arbeitet bei Signatory, der ist immer vor Ort. Falls ich was Wichtiges vergessen habe und du das Video siehst, dann schreibst du es einfach in die Kommentare und die Leute können es einfach nachlesen. Ich kann es mir doch auch einfach machen, oder? ja, Design, schöne Tube, schöne Flasche, ich mag die ganz gerne. Kann man eigentlich nichts gegen sagen, ne? Schön klein mit ein paar Infos. Es steht auch noch ein bisschen was. Ja, aber was soll ich zu dem noch groß erzählen? Gibt doch gar nicht so viel. So, farblich sieht das dann so aus. Schöner Mahagoniton. Ja, ich gönne mir heute noch einen ganz kleinen. Zwei kleine. Warte mal, was steht hier? Klein gedruckt nochmal. Ja, und vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen, hatte ich auch letztens ein Video zu gemacht. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob die jährlich rauskommen oder halbjährlich, die mit 46 Volumenprozenten, diese Single Cask Abfüllung, 10 Jahre Edra Dauer. Ist eine andere, ganz andere Liga, ja? Kann man nicht miteinander vergleichen. Welcher jetzt besser ist, welcher nicht, das liegt im Auge des Betrachters und das ist Geschmackssache. Preislich liegen sie ungefähr, hier sind wir bei 45, der andere kostet um die 70 Euro. Ja, ihr kriegt ein Einzelfass, ihr kriegt eine Sherry-Vollreifung, ihr kriegt 6% mehr. Müsst ihr wissen. Aber, also für 10 Jahre mit 40 Volumenprozenten hat er so eine kräftige, malzige Sherry-Süße. Richtig schön voll, deutliche Sherry-Akzente, Rosinen. Ja, wenn die Nase so ein bisschen Gespür gefasst hat, dann wird er auch schön mild, cremig gesetzt, voll. Ja, und die Betonung, obwohl es ne, ein Wetting ist aus Bourbon und Oloroso Sherry Fässern, liegt hier tatsächlich für mich auf Sherry. Ja, cremig, ein bisschen Vanille. Schon fast leicht weihnachtlich. Ja, eine tolle Nase. Ich habe nichts auszusetzen.
Wir probieren mal. Zum Wohl. Süß, cremig, auch hier ordentlich Sherry. Jetzt merke ich so ein bisschen das Bourbonfass, ein bisschen Vanille, die auch durch die Nase steigt, trocken werdend, ein bisschen in Stachelbeere Richtung. Vom Abgang, ja, so irgendwas zwischen kurz und mittellang. Ein bisschen herb werdend. Hat so einen Touch auf der Zunge, so ein bisschen Zitrusfrucht und das vielleicht diese Stachelbeere, die, ja, die da so ein bisschen hängen bleibt an den Seiten der Zunge. Also auch zu Anfang doch deutlich trockene Akzente, volle Süße, nicht so ein extremer Körper jetzt, relativ, ja, will ich jetzt sagen, leicht wässrig, um das richtig zum Schreiben, wässrig ist für mich so ein bisschen so negativ behaftet beim Whisky vielleicht. Ihr versteht, was ich meine, das ist so ein bisschen leicht dünn, also man ist jetzt nicht so der Knaller, vielleicht trinkt man zu oft einfach heftige, schwere Whiskys. Vielleicht liegt das doch daran. Oder mit deutlich mehr Volumenprozent. Ich tue es tatsächlich auch gerne. So leicht ausgedünnt. Ja? Also nicht negativ sehen. Absolut nicht negativ behaftet. Er hat auch nur 40 Umdrehungen. Das ist alles cool. Nur dass ihr so ein bisschen versteht, was ich sagen will. Ne? Damit ich das so ein bisschen umschreiben kann. Ihr kriegt auch so eine leichte Kiwi-Minznote hinten raus. Ja, absolut lecker. Total spannend. Gesetzt. Nicht ganz einfach, nicht super aufregend. Einfach. Naja, aufregend, spannend. Er macht Spaß. Er macht einfach Spaß. Er schmeckt gut. Also man kann nichts falsch machen. Ist einfach ein Top-Klassiker, finde ich. Ist alles cool. Ich merke jetzt im Glas auch so eine leichte Nussigkeit. Also man kann ihn nicht mögen. Und ich mag ihn. Das ist ein sehr, sehr schöner Malt. Ein sehr schöner Highland Whisky. Ich weiß nicht, vielleicht, Schnüffler, falls du das siehst, kannst du ja mal reinschreiben, wie das Verhältnis ist zwischen Bourbon und Oloroso Sherry Fässern in diesem Whisky. Wie die ungefähr so gewettet werden. Das würde mich mal interessieren. Also rein geschmacklicher würde ich sagen, der Sherry überwiegt hier vom Fassanteil. Ich kann mich auch täuschen. Aber das ist so jetzt meine Wahrnehmung. Gut, also und hier auch wieder so als Fazit sei euch gesagt, probiert mal wieder die Standards, wenn ihr vor sonst wie vielen Jahren mit Whisky angefangen habt und euch total verrannt habt in der ganzen Euphorie und Leidenschaft. Wieder einmal runterbrechen, zurückgehen, probieren und sich sagen, ey, es gibt so schöne Malts auf der untersten Ebene quasi. Zumindest was es preislich angeht. Ja, also zulegen, mal nochmal probieren und dann weiterschauen. Wir vergessen das leider viel zu oft, was es für schöne Malts gibt da unten in diesem Preissegment. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne einen Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Tomek von Whisky Gold. Ciao, ciao.